Hopp, 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 hörst du auf. So, wir haben mittlerweile das bessere Blocken an, das heißt, wir blocken auf jeden Fall besser und hauen ihre Angriffe schneller zurück, den Sturmtruppen hier. So, ah, hier müssen wir Sturmtruppe rein. So, haben wir Sturmtruppler dabei? Haben wir dabei, können wir reingehen. Wunderbar. So, was gibt's denn hier noch? Nee, jetzt sind wir bloß wieder hier. Na toll. Da waren wir vorher auch schon. Vielleicht müssen wir mit dem Auto da durchfahren. Wir probieren es mal aus. Aber wird mir eigentlich auch kein Minikit angezeigt. Hä, warum gibt es hier zwei Möglichkeiten, in einen Gang reinzukommen? Das ist ungewöhnlich. Nee, da waren wir schon. Nee, hier gibt es nichts mehr. Okay, waren bloß zwei Möglichkeiten, in denselben Gang reinzukommen. Habe ich alle Lego-Spiele gespielt? Tatsächlich habe ich nicht alle Lego-Spiele gespielt. Ein paar liegen tatsächlich noch hier, die ich noch spielen möchte. So, ich gehöre zu den Sturmtruppen, die auch was treffen. Sagte er und hatte die Gegner mit einem Schuss ausgeschaltet hier mit einem Explosiven. So, hier genießen wir mal ein bisschen die Aussicht. Das mit der Aussicht genießen nehme ich zurück. Da gibt's nicht viel zu genießen hier. Schade, schade, schade. So. Ah, dann müssten wir die alle gleichzeitig aktivieren hier. Okay, ne. Keine Ahnung, was das gebracht hat. Ja, warum stehen wir denn? Warum stehe ich denn hier? So. Okay, da können wir noch mehr Aussicht genießen. Naja, kriegen wir ein paar Stats. Mein grüner Daumen hat wieder Pflanzen hier hervorgebracht. Sehr gut, sehr gut. So, wo sind eigentlich die anderen Pfeile alle hin? Haben wir die alle jetzt geholt gehabt schon, die Sachen? Hm, offensichtlich. Das Level ist ja auch ein bisschen verwinkelt, die Tent hier vor, muss man sagen. Gucke ich momentan irgendwelche Serien? Gerade schaue ich keine Serie, ne? Gerade habe ich alle meine Serien durch und warte auf weitere Staffeln. so. Einmal noch hier. Ach komm, Vader. Das kannst du besser. Ach, das war bloß eine Rampe. Okay. Das war bloß eine Rampe. Das hier ist zwar auch bloß eine Rampe, aber auf diese Rampe kann man drauf springen. Ich glaube, hier sind wir damals auch einige Male runtergefallen, wenn ich mich hier daran erinnere, noch richtig. Gott, ist das lange her, dass ich das hier mit dem Jockeys gespielt habe. So, einmal hier hoch und... Und Minikit geholt, wollte ich sagen. Ah, da ist es gewesen. Okay, Minikit Nummer 6 ist damit auch unsers. Was machst du für Geräusche? Hat er immer so Geräusche gemacht? Kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Okay, dann geh mal hier drauf, genau. Ja, das ist möglicherweise ein roter Stein gewesen, der hier dazu geführt hat, dass ich hier explosive Schüsse habe mit meinen Sturmtruppen. Möglicherweise. Ich meine, natürlich könnt ihr euch nicht erinnern, den Star Wars Film damals, als sie Sachen geschossen haben. Wie gesagt, das Spiel selber gibt's nicht für die PS4, aber ihr könnt es mit PS Now, PlayStation Now auf der PS4 zumindest streamen. Weil es das nur für die PS3 gibt. Aber jetzt gibt es ja auch bald für die PS4 dann die Skywalker-Saga, wo man dann auch Sachen wieder hier raus spielen kann. Ich bin echt sehr gespannt, wie sie die Level machen. Also da bin ich echt gespannt, wie sehr sie überarbeiten. Ob sie wirklich komplett neue Level machen oder ob sie die hier einfach nur ein bisschen hübschere Grafik machen. Also schauen wir mal. Im Oktober wissen wir mehr. Ja, das Spiel werde ich spielen. Ja, ich werde es auf 100% spielen. So, um die Fragen gleich schon mal hier den Fragen vorzubeugen. So rum. So, lieber C3PO, du möchtest doch bestimmt mal wieder hier etwas öffnen für uns. So, Knights of the Old Republic. Ja, das ist relativ lang, das Spiel. Deswegen habe ich dann noch immer etwas gezögert, das zu spielen. Ist aber ein cooles Spiel. Das Star of the Old Republic gehört auch zu meinen... Aha, diesmal hat's was gebracht. Gehört auch zu meinen Lieblingsspielen auf jeden Fall. Das ist eines der Spiele mit Abstand der besten Star Wars Story, muss man sagen. Mit der wendungsreichsten. Ich finde, das Gameplay ist nicht ganz so meins, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also dieses Kampfsystem von Star Wars... Also, von Star Wars Knights of the Old Republic, wohlgemerkt. Ich rede von Knights of the Old Republic. Von Knights of the Old Republic, das Kampfsystem finde ich so ein bisschen... Man gewöhnt sich dran, man kann es auch gut spielen, aber... Ich hätte damals noch ein bisschen mehr Action gehabt. Sowas wie Force Unleashed wäre mir bei dem Spiel lieber gewesen. Bei wie viel Prozent ich bin? Ich glaube, ich war am Anfang ungefähr bei 60 oder so. Jetzt habe ich schon zwei Level gemacht. Ja, vielleicht 62% oder so. Würde ich jetzt mal schätzen. Kann es dir nicht ganz genau sagen. Aber wir kommen auf jeden Fall gut voran, würde ich sagen. So, drei Minikits brauchen wir noch. Dann kommen wir hier noch besser voran. So, wo ist... R4 ist da. Rogue One und Solo im neuen Star Wars Spiel vorkommen. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie als DLC oder so nachgereicht werden. Ob sie mehr. Ich glaube, dass es nicht im Spiel vorkommt, weil es heißt ja die Skywalker-Saga und da gehören die ja eigentlich nicht so richtig dazu, weil es ja Spin-Offs sind.
Aber ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass die dann irgendwie noch als DLC nachgereicht werden. Eben Season Pass oder so. Würde ich auch okay finden. Vorausgesetzt, der Season Pass kostet nicht mehr als 15 Euro. Dann wäre das auch okay. So. Ich glaube, da müssen wir gleich... Nee, Minikit scheint hier irgendwo zu sein. Muss ich da irgendwas draufsetzen? So, Kollegen. Ups. Oh shit, die explosiven Schüsse klappen bei denen auch, glaube ich. Kann man die eigentlich nehmen? Boah, kann ich... Ja, die kann man sogar nehmen. Sehr schön. Na dann, gute Reise. Das habe ich letztes Mal... Ach, das muss man sogar machen. Okay. Alles klar. Star Wars Squadrons werde ich natürlich auch spielen. Jetzt rätsel ich aber immer noch, wie ich an dieses andere Ding da rankomme. An dieses Orange. Muss ich damit mit dem Auto hinfahren? Kann ich überhaupt mit dem Auto so weit fahren? Ich glaube, ich kann mit dem Auto gar nicht so weit fahren, oder? Also, das orange Auto würde da natürlich hinpassen, aber das kann eigentlich nicht sein. Hier ist noch irgend... Nee. Oder? Nee, hier sind auch so Türen. Das kann eigentlich nicht sein, dass es mit dem orangen Auto geht. Das glaube ich irgendwie nicht. So, oder? Oder? Alle Lampen müssen aktiviert werden. Ah, okay, die Lampen sind's. Alles klar, danke für den Hinweis. Na dann, aktivieren wir mal die Lampen. Doch, ich muss das Fahrzeug draufstellen. Ah, das Fahrzeug, da war aber noch ein anderes Fahrzeug in dem Raum, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da müsste noch ein anderes Fahrzeug gewesen sein, was man irgendwie zusammenbauen konnte da vorne. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir darüber mussten, um weiterzukommen, aber vielleicht sind hier noch Fahrzeugteile drinne. Das war gerade ein sehr schöner Move. Nee, hier sind keine Fahrzeugteile drinne. Kann das... Oh Gott, nee, heißt das dann echt, dass ich den kompletten Fahrzeug hier rüberfahren muss? Ich befürchte es fast. Na gut, dann werden wir jetzt eine kleine Fahrzeug-Session machen. Alles klar. Zup, einmal durch. Ich habe damals auch so reagiert, echt. Okay. In 8 Jahren vergisst man schon mal, was man damals gemacht hat und wie man dieses Level spielen musste. Ja, passiert im Besten, glaube ich. So, da ist noch eins, aber da wird auch kein komplettes Fahrzeug drin versteckt sein. Du brauchst das Auto, um die Rampe benutzen zu können, um das Minikit zu holen. Ja, das habe ich schon befürchtet gehabt. Ja, hier haben wir kein Auto. Nee, das heißt dann wirklich, dass wir hier den kompletten Weg fahren müssen? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das klappt. Wie ich das neue 501. Set finde, kenne ich noch gar nicht, das Set. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. So, muss ja echt... Ah, deswegen war wahrscheinlich auch die Tür hier offen, weil man hier dann wieder zurückfahren muss. Na gut. Ich nehme an, es ist mit dem orangen Fahrzeug, dass wir das orange Fahrzeug auf das orange Ding draufstellen müssen. So, man kann vor allem nicht rückwärts fahren. Das ist das Schlimmste an den Fahrzeugen hier. So, habe ich eine Lieblingsminifigur? Schwer zu sagen. Ich finde den Boba Fett extrem cool, der bei der Slave One, also bei der UCS Slave One dabei ist. Der Boba Fett hat ja so, der ist ein bisschen anders, ist ein bisschen hochwertiger gemacht. Der sieht extrem cool aus. Das gehört zu meinen Lieblingsminifiguren auf jeden Fall. So, wir sind auf dem richtigen Weg mit unserem Fahrzeug hier. Ja, die Türen öffnen sich. Sehr schön, sehr schön. Hatte ich schon richtig vermutet gehabt. Der Stream bleibt nur für Drabu Padawan Kanalmitglieder als Video online. Alle anderen bekommen das hier schön als Video serviert. In mundgerechten oder in anschaugerechten Häppchen. Nein, ich stehe dort drauf. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank, es kommt wieder. Gott sei Dank, es kommt wieder. Ich dachte, ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal fahren. Okay, wir schaffen es da hochzukommen. Wir schaffen es. So, Nein, schon wieder runtergefallen. Jetzt kommt mir hier auf den Chat schauen, dann falle ich hier runter. Egal, war es wert. So, die Fragen nach den roten Lichtschwertern werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr beantworten. Die werden jetzt so oft hier gestellt, das dürft ihr den anderen Leuten im Chat hier beantworten. So, einmal rüber geschwebt hier. Und dann hier mit dem Protokolldruiden aufgemacht. Ich glaube, das Spiel gibt es sogar für Nintendo DS. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Spiel gibt es auch für Nintendo DS. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, es gibt es auch für ein DS, ja. Nicht für ein 3DS, aber für ein DS müsste es damals rausgekommen sein. Kann sein, dass die Level da ein bisschen anders sind oder so. Aber rausgekommen müsste es eigentlich sein dafür. So, da kommen noch ein paar Sturmtruppen. Auch die können wir mal eben weghauen. Das Level ist relativ lang auch, glaube ich. Das gehört auch mit zu den längsten Leveln im Spiel, würde ich sagen. Also im Vergleich zu den Flugleveln oder so, die ja doch etwas kürzer sind immer. Nein, ich probiere nicht noch mit dem anderen Auto, ob es funktioniert.
Einmal probieren reicht hier definitiv. So, war das schon alles an Gegnern? Nee, da kommt nochmal eine Welle. Aber da dürfen sich die anderen jetzt... Ja, sie dürfen sich drum kümmern. Sie werden sich aber nicht drum kümmern. So, da komme ich nicht raus. Au! Wieso so große Explosionen hier? Was habe ich euch getan? Nein! Da ging's runter. Manchmal muss man doch ein bisschen Brücken bauen hier. So, ich glaube, das nächste Minikit ist im nächsten Raum. Deswegen mache ich die Dinger gerade hier nicht an. So, das ist für Sturmtruppen. Na komm, dann machen wir das hier noch schnell mal auf hier für Sturmtruppen. Wir sind ja eine Sturmtruppe. So, was gibt's hier noch Schönes? Da ist irgendjemand ins All geflogen. So, können wir den auch wieder reinholen, den es da rausgehauen hat ins All? Oder muss der da weiter schweben? Oder was können wir hier überhaupt machen? Können wir da noch irgendwelche Sachen losschießen? Ah ne, da können wir noch mehr von denen rausschießen. Okay. Warum auch nicht? Episode 4, die längsten Level, alles klar. So, das hatten wir aktiviert gehabt, dann aktivieren wir das ja auch gleich nochmal. Wo ist der Protokolldroide? Da ist der Protokolldroide. Ja, ich habe Lego City gespielt. Kein Grund, so rumzuschreien. Okay, das ist einfach nur just for fun, dass man die Leute hier rausschleudern kann. Okay, wir bringen mal eben Sturmtruppen just for fun um. Ah, ich habe eine Blume gefunden. Vielleicht sollten wir diese Kisten mal hier kaputt machen. Diese drei Blumen hatten wir vielleicht vorher noch nicht, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, hier ist noch was Explosives. Das hatten wir letztes Mal definitiv auch noch nicht. Habe ich Disney Plus? Ja, ich habe da mittlerweile tatsächlich wieder mein Abo aufgelöst bei Disney Plus. Also ich hatte ja das Jahresabo, das heißt, das habe ich immer noch, aber ich habe es nicht verlängert. Das läuft jetzt einfach weiter erstmal, weil ich schaue eigentlich fast nie Disney Plus. Weil die meisten Filme habe ich einfach schon gesehen und Mandalorian, die Serie, habe ich jetzt auch durch. Von daher gibt es da momentan nicht so viel, was ich anschauen könnte. Hier waren die Typen im Pool drinne, oder? Ich glaube, hier waren die Typen im Pool drinne. So, genau, hier waren nämlich die Kollegen im Pool drinne. Ich erinnere mich. So, den kann ich noch ein bisschen den Kopf verdrehen. Das war aber eigentlich nicht das Ziel hier. Ich wollte eigentlich nur das Minikit haben. Aua, 9 von 10. Wo sind denn die anderen Minikits, bitteschön? Ich glaube, hier war das Level nämlich zu Ende. Hier darf ich jetzt nicht so viel falsch machen. Weil hier hat man sich, glaube ich, dann rauskatapultiert. Und dann war es zu Ende, das Level. Ah ne, oder? Ach nee, damit geht das Ding hoch hier. Okay, jetzt ist kritisch. Jetzt darf ich nichts falsch machen. So. Und wir haben ein neues Drabu Padawan Kanalmitglied. Hallo Patrick. Freut mich, dass du mit dabei bist. Vielen Dank dafür. So, wieso geht das nicht hoch, das Ding? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen verwirrt hier. Warum geht das nicht hoch? So, eine Blume, ja, die Blume ist, die Frage ist, wo die Blume ist. Die Blumen fehlen mir, ne, zwei Blumen müssten mir eigentlich sogar noch fehlen, glaube ich. Die Frage ist nur, wo verstecken sich die Blumen? Hat jemand die Blumen gesehen? Wir brauchen die Blumen Group. So, warum ich so wenig Zuschauer habe? Ich finde knapp 1000 Zuschauer eigentlich nicht so wenig, aber gut. Das ist natürlich den Maßstab, den man anlegt. So, da ist auf jeden Fall noch eine Blume gewesen. Muss ich die mal kaputt machen, auch die Blumen? Nee. Ach, dann war es doch nur eine Blume, dann habe ich die andere drin schon gehabt. Okay, eine Blume fehlt auf jeden Fall noch. Die Frage ist, wo versteckt sich die Blume? Kann es mir mal jemand durch die Blume sagen, bitte? Nein, ups. Noch mal etwas hier rummachten. So, okay. Ich glaube, die Dinger sind es nicht. Mag ich Fußball, ich finde es okay. Ich muss das links auch noch öffnen. Okay, dann machen wir das links auch noch auf. Wie gesagt, ich habe hier immer Angst, dass das Level gleich zu Ende ist, weil ich weiß genau, irgendwann ist das Level ganz plötzlich zu Ende und dann fehlt einem noch was und das wollen wir ja nicht. Und diesen einen... Ich möchte das ganze Level nicht nochmal machen. Einen so im vorherigen Raum, echt? Ja, hier ging es nämlich, glaube ich, raus. Hier gehe ich nämlich jetzt garantiert nicht rein. Einen so im vorherigen Raum, sicher? Hier soll noch eine Blume sein? Ne, hier ist auf jeden Fall eine Blume gewesen. Dann war eine noch in dem Gang drin. Und noch eine im vorherigen Raum, echt? Schauen wir mal, wo die Blume ist. Ne, da wollte ich nicht hin. Also da ist auf jeden Fall das Minikit, was am Ende rauskommt. Aber das bringt uns nichts, wenn wir die Blume nicht haben. Okay, wir machen einfach jetzt mal die Dinger doch noch. Ach, bei den Wänden, da war noch was. Ah, okay, bei den Wänden habe ich was übersehen gehabt. Da waren auch noch Blumen bei den Wänden? Echt? Okay, dann glaube ich euch das mal. Dann gucken wir mal, ob hier noch eine Blume... Da ist die Blume! Haha, ihr seid die Besten.
Ihr seid die Besten. Vielen Dank dafür. Haha. Ah, das ist so gut, das zu streamen hier. Das ist, also dieses Spiel ist echt perfekt dafür geeignet zu streamen, glaube ich. Weil wenn man mal kurz nicht auf den Bildschirm schaut und stirbt, ist es nicht so schlimm. Also wenn ich kurz mal in den Chat schaue und den lese. Und gleichzeitig finde ich auch immer alles und muss die Level nicht nochmal doppelt und dreifach machen. Echt eine geile Sache. So. Ich hatte damals ganz verschiedene Kanalbanner. Ich hatte unter anderem auch mal alle meine Projekte, die ich gemacht habe, in so goldenen Rahmen drin. Das war auch witzig. So. Wir haben alles gefunden, was es hier zu finden gab, glaube ich. Ja. Wir haben alles gefunden. Damit können wir dann auch das Level beenden. Ja, das mit dem Schalter habe ich mir jetzt irgendwie epischer vorgestellt, dass das Level dann auch wirklich beendet ist, was es nicht war. Hm. Das mit dem epischen Abgang üben wir nochmal. So, hier bitteschön nochmal aufmachen, lieber C3PO. So, wieso die keinen Port für die aktuellen Konsolen machen von dem Spiel hier? Weil sie lieber komplett ein neues Spiel rausbringen. Deswegen machen sie das nicht. Wo dann auch Episode 7, 8 und 9 mit dabei sind. Super Blaster. Wie lädt man einen 100% Spielstand aus dem Internet? Da suchst du dir einfach einen 100% Spielstand im Internet, lädst den runter und schiebst den dann in den passenden Ordner. Musst halt gucken, wo der Ordner ist. Oh, wir haben einen Sternzerstörer freigeschaltet. Musst du gucken, wo der passende Ordner ist und dann kannst du es ganz einfach starten. Funktioniert zumindest hier. Bei den Konsolen funktioniert das logischerweise nicht mehr. Aber bei der PC-Version geht das natürlich noch. So, wir haben schon wieder 700.000. Das war erfolgreich. Und nochmal 800.000. Wir haben 100.000 bekommen für den goldenen Stein. Ach nee, was war für die Minikits? Egal. So, na gut. Dann geht's zurück in die Mos Eisley Cantina. Irgendjemand wollte mal Dings sehen. Lando, aber ich glaube, den hebe ich mir auf für Episode 5. Da passt der Lando irgendwie ein bisschen besser rein. Denke ich mal. Ich habe ihn nicht vergessen, den Lando. Keine Sorge. Durch die Jundlandödnis geht es jetzt. So, wie nehmen wir dafür die Jundlandödnis? Wer ist bereit, die Jundlandödnis mit uns zu erkunden? Ich muss mich immer so entscheiden, es ist immer so schwierig, sich hier zu entscheiden. Ich nehme jetzt mal den Imperator, den nehmen wir in Episode 6, glaube ich, eher ein bisschen mehr noch. Ach, irgendjemand wollte doch die Leia sehen. Haben wir die überhaupt hier als Sklaven? Das ist die Sklaven-Leia. Da, bitteschön, jetzt habt ihr die Sklaven-Leia. Irgendjemand wollte sie doch haben. In der Wüste nicht ganz so cool, wenn man so ein bisschen, jawohl, so wenig anhat, da kriegt man schnell einen Sonnenbrand. So. So, willkommen in der Jundland-Ödnis. Leia ist perfekt dafür angezogen. Ihr wolltet die sehen. Ich kann das nochmal betonen. Ihr wollt die sehen. Count Dooku habe ich schon mal gesehen gehabt. Holdo gibt's hier nicht. Ah, die Dinger haben wir anscheinend schon zusammengebaut gehabt. Oh, hier brauchen wir sogar noch die... Den wahren Jedi brauchen wir hier sogar noch. Okay, die anderen Sachen sind, glaube ich, alle weiter vorne. So, machen wir noch ein bisschen Explosionen hier. Jawohl, ja, jawohl, ja. So, da können wir noch oben rumlaufen. Ich glaube, die Sachen, die uns fehlen, sind alle weiter vorne. Das blaue Minikit bei der Tent hier vor wird ein Spaß. Ich glaube, es wird nicht nur bei der Tent hier vor ein Spaß, das blaue Minikit. Das wird auch in anderen Leveln noch ein ziemlicher Spaß. Also die blauen Minikits werde ich, wie gesagt, auch eher nicht im Stream machen, weil die einfach zu krass sind, glaube ich. Aber zumindest die Super-Stories und die Sachen könnte ich, glaube ich, mir vorstellen, noch im Stream zu machen. So. Nun denn. Ah, da brauchen wir die dunkle Seite da machen. Oh, cool, cool. Cool, 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 cool. So. Ihr kümmert euch hier um alles... Ups. Ich kümmere mich um mich selber am besten gerade. Beziehungsweise ich erledige mich selber am besten. Leia kann mit irgendeiner Taste tanzen sogar? Echt jetzt? Das müssen wir ausprobieren. Kann Leia echt tanzen hier? Warte. Kann sie tatsächlich. Danke für den Hinweis. Super Hinweis. Okay, alles klar. Ah, wunderbar. Kann man Leia irgendwie kennenlernen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Hab gehört, die ist vergeben an so einen Han Solo oder so. Aber was weiß ich schon. Okay, doch, da kann ich noch ran. So. Wir machen hier einfach überall Bomben. Überall bomben wir alles in die Luft und dann springen wir da hoch und holen uns das gleich das Minikit. Ey, ihr wolltet doch den Gong-Droiden sehen. Da habt ihr den Gong-Droiden. Er kann sogar hüpfen. Aber er kann leider keinen Doppelsprung. So, das ist nicht der Gong-Droide, den ich suche. Okay, aber mit Darth Maul müsste ich da, glaube ich, auch hochkommen. Yep, mit Darth Maul kommen wir da auch hoch. Wunderbar. So, dann bauen wir noch ein paar schöne Skelette hier zusammen. So.
So, welche Trilogie ich am besten finde? Tatsächlich die alte Trilogie, also die ich gerade hier spiele. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Ah, komme ich da rüber, oder? Ah, okay, ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich habe einen Weg gefunden. Ah, die Skelette laufen jetzt nach da vorne. Warum laufen die Skelette nach da vorne? Fragen über Fragen. So, wir haben diesmal wieder Jango Fett dabei, habe ich gerade gesehen. Ja. Dann einmal mit dem guten Jango Fett hier rübergelaufen und geschwind mit dem Java hindurchgekrochen. Der Java passt ja echt ganz gut. Mache ich auch Episode 5. Ich mache heute Episode 4, 5 und 6 in dem Stream. Das ist das Ziel. Also ich spiele quasi eigentlich das komplette... Ach, der kann ja nicht durchlaufen. Ich spiele quasi das komplette Spiel durch, was es damals gab. Also die Teile 4 bis 6 waren ja auch ein einzelnes Spiel, genauso wie die Teile 1 bis 3. Ich glaube nicht, dass Leia auch mit Lando hier interagieren kann. Ich glaube es nicht, dass ihr dann die Hand küsst. Ich glaube, ihr wollt mich verarschen, aber das ist nur eine Vermutung. So, hier können wir noch ein paar Blümchen kaputt machen. Darth Maul ist so böse, der reißt sogar Blumen aus. So, Blumen sind ausgerissen. Da vorne ist noch die Kapsel, die abgestürzte von C3PO und... Aber das ist echt cool, dass er jetzt automatisch die Schüsse blockt, außer wenn er zu nah dran steht und sie explodieren und deswegen drauf geht, dann ist nicht mehr so cool. So, wie komme ich in das Minikit da oben hoch? Das ist praktisch, man muss sich einfach nur noch hinstellen und der blockt automatisch die Schüsse. Man darf halt nicht zu nah dran stehen, weil dann explodiert hier alles. So, wie finde ich Admiral Holdo? Naja, naja. Kann ich da drauf springen auf die Dinger? Er stellt sich so ein bisschen drauf. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite rüberschweben. Ja, genau, ich muss von da rüberschweben. Muss ich nur einen Weg finden, da hochzukommen. Boah, habt ihr es gerade gesehen? Plo Koon hat mit seinem Kopf den Schuss abgewehrt. Wahnsinn. Das nennt man mal Dickschädel. Das funktioniert wirklich? Okay. Lando küsst wirklich die Hand von Leia. Krass. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Das müssen wir dann auch nochmal ausprobieren irgendwann. Ach, das ist witzig. Das sind so Easter Eggs, die kenne ich gar nicht. Das ist cool, wenn man selbst nach all den Jahren nochmal was Neues in dem Spiel entdecken kann. Ich sag ja, das ist dieses, was ich gesagt habe, was diese Liebe zum Detail, die dieses Spiel einfach unglaublich hat. So, ich glaube, da muss ich tatsächlich außenrum irgendwo laufen. So, aber erstmal machten wir hier nochmal ein bisschen rum. Ach, das ist bloß der Weg nach oben. Okay, was bringt es mir, diese Satellitenschüssel da zu haben? Holt ihr uns ein Minikit von Himmel? Ich glaube nicht. Wir müssen nochmal gucken, dass wir hier irgendwie zurückkommen. Skelette kann man kaputt machen, die bringen auch nochmal ein paar Stats. So, spiel mal Imperator. Ja, den spiele ich noch. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Nein, da ist nix. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier außen rum irgendwie da zurückkommen, wo wir gerade eben waren. Irgendwie einen Weg dahin finden, da hochzukommen. Kann ich da nicht wieder zurück? Doch, ich kann wieder zurück, aber hä? Komme ich denn da rüber? Muss ich doch hier hochspringen? Obwohl, ich bin fast hochgekommen gerade eben. Und der andere springt eigentlich noch höher, oder? Nee, da kommt man nicht hoch von da. Kommt von der anderen Seite? Ah, ich muss noch weiter vor. Ah, ich muss noch weiter vor. Okay, danke für den Hinweis. Dann schauen wir mal, ob das weiter vorne noch... Aber hier kommt man doch auch nicht rum auf die Seite, oder? Ah, doch, da drüben ist was. Da drüben ist auf jeden Fall was. Na, schauen wir mal. Wir werden es schon noch finden. Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen oder so ähnlich. So. Hier können wir noch ein bisschen reiten. Ja, da können wir mit denen, auf die können wir drauf. Oh Gott, sind die langsam. Können wir noch da oben hoch? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Indiana Jones habe ich schon mal gespielt. Also, du meinst in dem Spiel hier? Savage Press gibt's nicht. Den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht hier. Also, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel hier rauskam, da kannte man den noch gar nicht. Nee. Bin ich jetzt doof? Wo kommt man hier hoch? Ah, ich bin hier hoch. Ja, so in Real Life kann ich bestimmt genauso toll tanzen. Ah, hier kommt man rüber, alles klar. In Real Life kann ich mindestens genauso toll tanzen. Nee, meine Tanzskills, da reden wir mal nicht besser. Wobei ich meinen Tanzkurs tatsächlich gemacht habe. Damals, in der guten alten Zeit. Nee, also einmal so einen Standard-Tanzkurs habe ich mal gemacht. War jetzt aber nicht so das, was mir so gelegen ist. So, dafür liegt es mir hier, Sachen zu finden. Vorausgesetzt, ich habe eure Hilfe.
Vielleicht wäre der Tanzkurs mit eurer Hilfe auch besser gelaufen. Wer weiß, wer weiß. So. Dann machen wir hier mal schön auch alles kaputt. Gibt es auf Tatooine einen Sarlacc? Tja. Man munkelt, da gibt es einen. So, da können wir nur runterrutschen hier. Hä, warum ist denn da überhaupt das Ding hoch gewesen? Ah, da kann man... Ah, okay, ich weiß, warum das Ding da ist. So viele Dinge, die man hier gleichzeitig tun können müsste. So. So, was bringt mir dieses Ding hier? Dieses wunderschöne Fahrzeug kann ich hier bestimmt irgendwo runterschieben und dann da unten irgendwas mitmachen, nehme ich an. Oh, ah, eine Mine. Oh, schön, dass ich das hier auch nochmal sagen kann. So, ja, ich habe gesehen, dass ich einmal Kid Fisto spielen soll. Ich kann natürlich nicht alle spielen, also... Es sind natürlich viele Wünsche, die hier immer gestellt werden, aber den einen oder anderen werde ich auf jeden Fall noch spielen. So, du kannst nicht tanzen, aber gut, dafür gut zeichnen. Ja, ist auch eine Fähigkeit, eine sinnvolle. So. Hier ist wieder... Ah, das ist der Weg nach oben. Ich verstehe. Wir sind ganz oben angekommen und da kommen wir auch darüber, wo wir vorhin hin wollten. Da wollen wir jetzt aber noch nicht hin. Obwohl, doch, da können wir eigentlich direkt hingehen. Und dann wieder zurückfliegen. Doch, dann gehen wir da erst doch... Die Level sind hier echt am längsten in Episode 4, oder? Das ist echt die längste Episode. Habt ihr schon recht gehabt. Nun denn, für den König! Ach, ist das schön zu fliegen. Also das möchte ich unbedingt im neuen Lego Star Wars Spiel wieder haben. Diese Kopfgeldjäger, diese Flugfähigkeit der Kopfgeldjäger. Das ist echt das Praktischste, was es gibt. Cool wären auch so ein paar Retro-Charaktere. Also dass sie nicht das Aussehen von den neuen Lego Sets haben, sondern von den alten Lego Sets, so wie hier. Mittlerweile sehen die alle ein bisschen anders aus. Die Charaktere, aber das ist dann einfach so ein schönes Retro-Feeling. So, ist hier noch irgendwas drinne? Nein, in den Hütten ist nichts drinne. Lando, nee, Lando Calrissian, wer kennt ihn nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wen haben wir denn noch hier? Wir müssen mit Darth Maul hier rummaulen. Oh. Aua, 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 aua. So, jetzt haben wir hier aber alles, glaube ich, oder? Wir jagen noch ein bisschen was in die Luft, aber ich glaube, sonst haben wir hier schon alles gefunden, was es hier gab in der Ecke, wenn ich das so richtig sehe. So. Ja, Lego Star Wars The Clone Wars war auch cool, aber es ist jetzt nicht so eines meiner Lieblingsspiele, weil ich später gespielt habe, Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Also weil ich damit nicht diese Kindheitserinnerung quasi habe, die ich jetzt hier mit der kompletten Sage habe. Deswegen nehme ich mal an, dass das nicht ganz so ist. Aber es ist auch ein cooles Spiel auf jeden Fall, hat auch viel Spaß gemacht. So, da können wir noch ein bisschen was hier ausgraben. Mal schauen, was das wird, wenn es fertig ist. Okay. Schön. Was auch immer du bist. Ah, wir können es kaputt machen. Ich wollte es auch gar nicht kaputt machen. Wir gehen nochmal hier oben durch. Ich glaube, da kommen wir aber nur da oben raus und können dann da runterrutschen. Aber wir machen es trotzdem mal. Wir machen es trotzdem einmal. Einmal muss schon sein. Ja, Jurassic Park Evolution ist auch noch gedacht, dass ich das irgendwann spiele. So. Geht zum Brunnen. Zu welchem Brunnen? Ach, zu dem Brunnen da oben. Oh, da gibt es doch nichts mehr beim Brunnen, oder? Gab's da noch was beim Brunnen? Verwirr mich nicht. Verwirr mich nicht. Beim Brunnen hatten wir doch alles, dachte ich. Oder nicht? So. Am Brunnen kann ich noch was machen. Schreibt da auch jemand anderes noch. Ah, oh ja, stimmt. Hier kann ich was noch zusammenbauen. Wahrscheinlich mit der Macht. Oder kann ich dir das einfach nur dran setzen? Okay. Ja, mit der Macht auf jeden Fall auch. Okay, dann gucken wir mal, was da tief im Brunnen verborgen ist. Ich hätte jetzt gesagt, ein roter Stein, weil der Brunnen, der Stein so rot ist. Okay. Da waren jetzt aber nur Stats drin, wenn ich das richtig sehe. Oder? Nee, ich glaube, da waren jetzt nur die Stats drin. Okay. Nee, dann war es hier beim... Alles, was es beim Brunnen gab. Ah, ein Druide von den Jawas war das Grüne. Alles klar. Ich habe den Jawas einen Druiden zerstört. Ich Schwein. So, ich glaube, ich kürze aber mal hier ab ein bisschen und gehe dann nicht den ganzen Weg wieder zurück, sondern ich gehe da vorne rum. Glaube, ich habe einen besseren Weg gefunden. Eben, den roten Stein habe ich schon. Ach, der hätte es normalerweise den roten Stein gegeben? Ne, den roten Stein habe ich schon eben. So, einmal hier rüber. Ah, C3PO mal hin, ne? So, wie soll ich den Plakon wieder dabei? Habe ich den noch einmal gehabt. So, Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest.
Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.